Die Mercedes Dream Car Collection ist um ein Mitglied reicher, und zwar um das GLC Coupé. Und das fahren wir hier heute im wunderschönen Aostetal in Italien. Unser Tester ist der 350D mit 258 PS. Das Design des GLC Coupé basiert zwar auf dem GLC, wirkt jedoch deutlich sportlicher und flacher. Also bei dem GLC Coupé haben wir eins gemacht. Wir haben ihn eindeutig der Coupé-Familie von Mercedes zugeordnet. Es fängt hier vorne schon an. Wir haben hier den wunderschönen Diamantgrill, den die Coupés ja immer haben bei uns. Und dann natürlich die Silhouette vom Fahrzeug. Fängt hier an mit der Haube. Schöne, lange, gestreckte Haube geht hier in das Dach. Im Dach sind wir ungefähr 40 mm tiefer als beim GLC, beim SUV. Das heißt, das ganze Fahrzeug liegt ein bisschen geduckter dann auf der Straße und macht es insgesamt auch sportlicher. Innen bietet der GLC vertraute Qualität und trotz der Coupé-Form ein gutes Raumangebot. Im Innenraum des GLC erwartet uns das Interieur der C-Klasse. Das heißt, wir haben auch hier wirklich tolle Materialien, eine hervorragende Verarbeitung und ganz wichtig, modernstes Infotainment. Für mich besonders wichtig, auch als großer Mensch findet man ausreichend Platz und die Sitze sind nicht nur komfortabel, sondern bieten mehr als ausreichend Seitenhalt. Damit die sportliche Optik auf der Straße hält, was sie verspricht, wurde besonders beim Fahrwerk richtig nachgelegt. Ja, wir haben das Fahrwerk vom GLC Coupé sportlicher abgestimmt. Wir haben grundsätzlich eine direktere Lenkübersetzung hier im GLC Coupé bei allen drei Fahrwerksvarianten. Wir haben drei Fahrwerke, wie schon gesagt, die Grundausführung schon sportlich abgestimmt. Wir haben das Luftfederfahrwerk, die Air Body Control, entsprechend die wir schon kennen vom GLC SUV, mit verschiedenen Federstufen und auch mit unterschiedlichen Dämpfereinstellungen. Und als Sahnestückchen haben wir die Verstelldämpfung, unsere Dynamic Body Control 15 mm tiefer gelegt mit wirklich sportlichem Fahrverhalten. Vom Komfortprogramm bis zum Sport Plus Programm, Fahrspaß pur. Für das GLC Coupé bietet Mercedes zur Markteinführung 8 unterschiedliche Motoren. Es sind 4 Diesel und 4 Benziner. Den Einstieg macht hierbei das GLC 200D Coupé mit 136 PS. Die Top-Version kommt wieder mal von AMG. Es ist das AMG 43 GLC Coupé 4-Matic mit stattlichen 367 PS. Außerdem bietet Mercedes mit dem GLC 350E Coupé auch noch eine Plug-in-Hybrid-Variante an. Die leistet dann 320 PS. Insgesamt ist es den Entwicklern gelungen, das GLC Coupé sehr sportlich abzustimmen, ohne echte Komfortverluste in Kauf nehmen zu müssen. Unser GLC Coupé mit dem 3-Liter Diesel und der 9G-Tronic zu fahren, ist das pure Vergnügen. Der Wagen liegt satt auf der Straße, die Steuerung, also die Lenkung ist sehr direkt und äußerst präzise. Und ganz wichtig, die Fahrprogramme sind sehr schön abgestuft. Das heißt, ich habe bereits im Komfortmodus ein doch recht straffes Fahrzeug, sehr sportlich ausgelegt, habe aber die Möglichkeit, im Sportmodus nochmal deutlich Dynamik hinzuzulegen. Und wenn ich es dann richtig krachen lassen will, dann bietet mir der Sport Plus Modus einfach alles, was ich dafür brauche. Mercedes nennt das neue GLC Coupé seinen Sportwagen unter den SUVs. Man muss ganz ehrlich sagen, hier ist die Umsetzung vom SUV zum Coupé deutlich besser gelungen als noch beim GLE. Der Wagen wirkt richtig sportlich, wesentlich sportlicher als das klassische SUV. Und ganz wichtig, er fährt sich auch genauso. Ich denke, dass Mercedes mit diesem Fahrzeug in diesem Segment ganz hervorragend aufgestellt ist.